So, hallo, wir befinden uns hier im Versuchsraum der Ankerbrauerei und wir testen hier deutschen Tafelwein, wie sich der mit dem Carbonatorsystem der Carbotec-Firma oder auch von Ankerbräu karbonisieren lässt. Wir haben hier das Produkt deutschen Tafelwein, 8,5% Alkohol in Bag-in-Box, 10 Liter. Das haben wir hier in einen roten Kübel gegossen. Da sind jetzt einige Liter drin. Es gibt eine Ansaugleitung, die in ein Zapfgerät hineingeht. Und in dem Zapfgerät befindet sich der erste Carbonator. Der ist jetzt so geschaltet. Hier ist die Pumpe, die ansaugt. Das CO2-Zutaktungsventil. Und hier ist die erste Carbonator-Bulb. Nachgeschaltet befinden sich noch zwei weitere Bulbs, die für eine bessere CO2-Bindung sorgen. Das muss man herausfinden, wie viele man hier braucht. Das hängt vom CO2-Gehalt ab, das man erzielen will. Und für die normale Bieranwendung genügt, wie gesagt, eine Carbonator-Bulb. Wir gehen danach direkt in den Trockenkühler. Zum Zeitpunkt der Carbonisierung ist das Getränk also nicht gekühlt oder noch befindet sich vor dem Durchlaufkühler, vor dem Trockenkühler. Es empfiehlt sich für solche Versuche hier ein vorgekühltes Produkt zu verwenden. So, die Druckeinstellungen sind für den Tafelwein haben wir jetzt als gut herausgefunden die Pumpe mit 5,0 bar und der Carbonisierungsdruck beträgt 6,5, das ist der rechte Manometer. Die sind dann an das Gerät hier angeschlossen. Und so. Und wir haben das Ganze jetzt mal so eingestellt, dass wir hier über einen Hoffmann-Schüttelbecher im Prinzip, wo ein Druck angezeigt wird und eine entsprechende Produkttemperatur. Also wir haben jetzt hier 5 Grad bei 1,7 bar Druck. Und wenn man das dann auf dem Rechenschieber abbildet, dann ergibt es etwa 7,1 Gramm CO2. Das Ganze sieht dann so aus, wenn man das Ganze laufen lässt. So, das sieht jetzt noch relativ unspektakulär aus. Man sieht hier in der ersten Bulb kommt das Produkt noch nicht hundertprozentig gebunden an. Es sind immer wieder weiße Phasen mit CO2. Dann geht es durch die erste Bulb durch und danach habe ich im Prinzip keine Phasen mehr. So, jetzt habe ich hier also, lasse ich das Ganze laufen. Der Kühler wird gleich anspringen und das Produkt runterkühlen. Ich nehme jetzt einfach mal ein Glas. So, jetzt beginnt der Kühler zu rattern. Und zapfe hier auch mal einfach ein Glas rein, dass man ein bisschen diesen Perleffekt sieht. Ist jetzt ein bisschen schwierig. So, wie gesagt, das ist Wein. Ich mache jetzt hier im Endeffekt Schaumwein aus dem Ganzen. Ja. Stiller Wein wird karbonisiert und ich habe jetzt hier etwa 7 Gramm CO2 im Produkt. Ja, sieht also aus wie Apfelsaft. Lässt sich aber mit diesen zwei Zusatzbulbs sehr schön zapfen. Ups. So, also je nachdem wie warm das Ganze ist, sprudelt es dann auch mehr. Ja, man sieht das jetzt hier sehr schön. So ist das Ergebnis ganz in Ordnung und schmeckt auch. Schön spritzig. Wenn ich jetzt einen CO2-Gehalt einstellen möchte, kann ich das entweder über den Carbonisierungsdruck machen, dass ich den ein bisschen nach oben fahre, wobei wir schon an der oberen Grenze sind. Die andere Möglichkeit ist im Endeffekt über die Standardeinstellung des Dosierventils. Siehe dazu, sieht man jetzt hier ein bisschen schlecht, kann man in unserem Produktdatenblatt etwas nachlesen. So, wir wünschen viel Erfolg beim Testen.